Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer nächsten Folge von unserem Popcorn Lounge. Und zwar geht es wie immer um die künstliche Intelligenz. Heute das Thema KI und Textgeneratoren. Viele sagen auch Inhaltsgeneratoren, aber wir bleiben mal bei Textgeneratoren, die automatisiert für uns hilflich sein würden. Ihr habt das euch gewünscht. Letztens war in unserem Newsletter unsere Rubrik mit Videos, also Text zu Video, und heute also KI und Textgenerator. Warum ich dieses Thema für euch jetzt aufgenommen habe, ist ganz einfach. A, ihr habt das euch gewünscht. B, wir haben 6 Monate lang sehr viele Tests gemacht und hier kommen jetzt die Ergebnisse. Also, was bedeutet das für euch? Nehmt euch erstmal Zeit, weil das Video kann dementsprechend auch ein bisschen länger dauern. Der Vorteil einer ganzen Geschichte ist, dass ihr vielleicht auch noch viel Geld und Zeit sparen könnt, wenn ihr Interesse an KI und KI-Textgeneratoren habt. Also, ob es AI ist oder KI ist, ist das das Gleiche. Und hier kommt natürlich meine Story für die KI-Textgeneratoren. Schön, dass ihr wieder zusammen zugeschaltet habt. Also, was ist erstmal ein KI oder KI-Textgenerator? Ein KI-Textgenerator ist speziell ein Online-Marketing-Tool, das dir helfen kann, deine Texte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schneller zu schreiben, beziehungsweise auch schreiben zu lassen. Das muss man erstmal gesagt haben. Wenn du also eine Webseite oder einen Blog betreibst oder sogar eine Social-Media-Seite verwaltest, ist es regelmäßig, dass du Inhalte benötigst. Oder selbst mit den Texten und Schreiben Geld verdienen möchtest, musst du herausfinden, wie du am einfachsten arbeitest und am günstigsten an Inhalte rankommst. Also ein Beispiel wäre, wenn du zum Beispiel zum Dönerladen kommst und sagst, einmal Döner bitte oder einmal Dönertasche bitte, dann sagt die KI gegenüber, mit welchem Fleisch. Das genau ist überall das Gleiche, das nennen wir Briefing. Also ein Briefing braucht jeder KI-Textgenerator. Da kommen wir gleich zu. Und dann fragt die KI dich auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, welchen Salat du haben möchtest. Und wenn du das alles beantwortet hast, wird dann die KI dir den richtigen Text ausschreiben, ausspucken, wie auch immer. Also, Döner ist fertig und ich hoffe, mit diesem kleinen, ja, lustigen Beispiel konnte ich euch kurz erklären, wie eigentlich so ein KI-Generator generell funktioniert. Aber was wäre, wenn du eine effektive Schreibmaschine, also Schreibassistenten oder Schreibmaschine mit soliden SEO-Kenntnissen einstellen könntest, die du nur Content Briefing, also unserem Briefing und minimale Betreuung brauchst und das für einen Bruchteil von den Kosten? Das solltest du dir mal überlegen. Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, könntest du einen KI-Textgenerator nämlich gebrauchen. Das zu kurzem zu dieser KI-Geschichte. Und bevor wir jetzt richtig damit anfangen, möchte ich noch so rechtliche Sachen machen. Also mit diesen Unternehmen, die ich jetzt vorstellen möchte oder werde, habe ich nichts zu tun. Das ist erstmal Fakt. Wenn da negative Bemerkungen von meiner Seite aus kommen, das sind dann nur meine eigenen Bemerkungen, hat mit dem Unternehmen überhaupt nichts zu tun. Und jeder sollte dieses Video mit Vorsicht genießen. Also es werden negative Sachen kommen und auch positive Sachen kommen. Und das könnte natürlich diesen Unternehmen auch schaden. Das dazu. Habe ich was vergessen? Ich würde gerne mal anfangen. Und da schalte ich auch mal direkt ein.
Und zwar fangen wir komplett mit Neuroflash. Warum fange ich jetzt mit Neuroflash an? Ganz einfach, ich habe zwei Anbieter, die deutsch sind, also deutsche Software ist. Hier ist vom LinkedIn gerade die Seite. Da könnt ihr Informationen holen und schaut euch bitte die Videos mal gerne an, wenn ihr euch über Neuroflash interessiert, also ja, genau, Informationen braucht. Das ist die Seite, beziehungsweise das ist die Seite. Zu dem Pricing komme ich nochmal. Und die Preise sind einfach gestaltet, je nachdem, ob du eine Free-Version mit 2000 Wörtern monatlich haben willst, kannst du hier die Free-Version gerne benutzen. Zum Testen oder auch für immer. Was bedeutet 2000 Wörter? Das sind so lange zwei Blogartikel, kurz und knapp. Also, weil ich weiß, dass ihr wenig Blogartikel schreibt, wäre das auch eine interessante ja, Preisoption für euch. Auf der anderen Seite haben wir die Basic-Version, die ich gerne euch empfehlen würde. Ne, das ist das, aber mit dem AI Imagines oder beziehungsweise AI, künstliche Intelligenz und Bilder und von Unplash die Images und TF und SERPs, also SEO-technisch, möchte ich hier ganz kurz, also ich werde da nochmal eingehen, aber nicht lange drum kauen, weil das hat bestimmte Gründe. Lasst euch also nicht von diesen Sachen erstmal blenden. Wir reden erstmal über diese Sachen. Das, was wichtig ist, was das Produkt eigentlich bringt. So. Warum Neuroflash? A, ganz einfach, weil Neuroflash ist ein ja, hervorragender KI-Texter und noch dazu sehr einfach zu bedienen ist. Darüber hinaus ist Neuroflash ein KI-Copywriter, also hat ein Copywriting-Tool, das nicht nur Webseitentexte erstellen lassen kann, sondern diese auch von noch validieren kann. Diese einzigartige Alleinstellungsmerkmal und diesen Game Changer ist natürlich ein lobenswerter Einsatz. Was mich bei dem Neuroflash ja, eigentlich stört, ist, wenn du die Texte dort kopierst und irgendwo als HTML einfügen willst, dann fügst du auch ein bisschen Code von Neuroflash rein und das könnte für deinen SEO Auswirkungen haben. Wer steckt alles dahinter? Bei Neuroflash, das ist hier der Henrik und da gibt es noch einen Henrik. So, und da haben wir den Jonathan. Mit Jonathan habe ich natürlich auch ein Interview geführt. Das könnt ihr dann gerne auch bei mir hier im Newsletter nochmal erfahren. Sorry wegen dem Ton, weil unser Mikrofon hat sich von der Kamera ausgelöst und dafür haben wir auch einen KI-Tongenerator gebraucht. Und mit diesem KI-Tongenerator haben wir das Maximum herausgeholt, was eigentlich im Ton war. Also, sorry wegen dem Ton, aber es ist alles verständlich. So, das zu Neuroflash. Was hat das noch einen negativen Ansatz, wenn du was gebucht hast? Also wenn du was bei Neuroflash gebucht hast, hast du ich sag mal deine Arbeitsumgebung und die werden dann, wenn du diese Lizenz nicht ausgefüllt hast, also von Premium oder was auch immer runtergegangen bist, dann hast du diese Objekte nicht mehr oder diese Projekte nicht mehr, Entschuldigung, Projekte, genau. Die Projekte werden dann gelöscht, also Achtung, vorher alles speichern, bevor deine Lizenz abläuft. Das dazu. Positive Sachen, da können wir noch mal positive Sachen noch mal reden.
Natürlich finde ich die Bedienung sehr einfach und der Inhalt ist einfach genial. Was haben wir mit Neuroflash gemacht? Wir haben mit Neuroflash zwei Testseiten gemacht und einer von denen ist, ach so, hier ist auch unser Interview, genau, das wollte ich euch zeigen. Also wir haben mit Neuroflash zwei Testseiten gemacht und eins davon möchte ich euch hier vorstellen und zwar ist das hier LinkedIn Dach. Moment. Okay, so, jetzt könnt ihr es sehen. Hier LinkedIn Local Dach haben wir gemacht mit 1200 Ergebnissen haben wir eine Webseite erstellt mit Neuroflash. Und das war ein Event 2022, was sehr erfolgreich war. Ihr könnt das auch hier sehen, wie viele Einträge das sind. Also hier Ergebnisse 1000, über 1000 Ergebnisse sind bei Google angekommen. Von circa 1800 Seiten. Also wir haben 1800 Seiten gemacht. 1000 Seiten sind indexiert worden. Und 400 davon sind auf verschiedenen Keywords auf Platz 1. Auf Bilder haben wir die auch angewendet. Und zwar seht ihr hier die ganzen Bilder von den Speakern. Und natürlich auf Videos haben wir das angewendet. Weil Neuroflash eben diesen Vorteil hat. Also wenn du YouTube-Videos machen willst oder Bilder, Texte machen willst oder Beschreibung machen möchtest, kannst du das alles machen und zwar ganz einfach in der Gliederung. Was ein Vorteil ist, ist natürlich auch, dass Neuroflash einen Rewriter hat. Also wenn du einen Satz geschrieben hast, den kann er dann vervollständigen und du kannst dann auch direkt von dem ja, von dem Satz einfach nur weitermachen. Also wenn der Satz zu kurz ist, dann könntest du diesen Inhalt nur erweitern. So. Das ist Rewriter. Mehr fällt jetzt mir eigentlich nicht ein. Ich werde mal noch mal ein bisschen überlegen. ach so, wie haben wir diese ganzen Tests gemacht überhaupt, wo ich jetzt spreche, war die Funktionalität sehr wichtig für uns, Benutzerfreundlichkeit, das Nutzen von den Texten war sehr wichtig für uns. Natürlich kommt auch noch Support von den Softwareentwicklern oder beziehungsweise von den Programmierern und letztendlich Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese fünf Sachen haben wir in einen Topf getan, um unsere Meinung dazu zu geben. Und letztendlich sieht die Seite so aus und ja, hier akzeptieren. Und hier brauchen wir jetzt nicht weiter zu reden. Vielleicht machen wir 2023 noch ein LinkedIn Local, aber das by the way. Unser nächster Kandidat ist Conversion Maker AI. Mit den Herrschaften habe ich auch gesprochen und das Video könnt ihr dann auch hier unten natürlich auch nochmal sehen. Also kein Ding. Und zwar steckt hinter diesen Unternehmen, apropos Unternehmen, ich rede von einem deutschen Unternehmen. Und zwar hier ist die Seite von Conversion Maker. Und hier könnt ihr auch die Videos sehen und die Personen sehen und die ganzen Beiträge auf LinkedIn. Der Florian ist Head of Technology und also der Programmierer an der ganzen Geschichte. Und mit dem plus dem Michael habe ich ein Interview geführt. Wie gesagt, das Video ist unterhalb von diesem Newsletter. Warum dieses Newsletter keinen Schrift hat oder Texte hat, ist ganz eindeutig, weil ich wollte es nicht faken. Und deswegen kommt dieses Video. Conversion Maker haben wir jetzt
keine Webseite gemacht oder beziehungsweise, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir machen jetzt einen Test über Conversion Maker, sondern wir haben es ausprobiert und ich muss sagen, es ist sehr gut, also gut bis sehr gut. Und zwar geht es ja um deutsche Texte und was uns interessiert ist, sind die deutschen Texte und da muss ich sagen, dass Conversion Maker eine sehr gute Textausgabe gemacht hat und auch die ganzen Produkte wie Blogbeiträge, Newsletter, Social Media, Online-Anzeigen, Landingpage und Produktbeschreibung gibt es auch wie bei Neuroflash. Schaut euch die Tarife an. Das ist wichtig und wie ich hier die Tarife so sehe, ist Neuroflash Preis-Leistungs-Verhältnis besser als Conversion Maker. Das muss man sagen. Und aber das ist jetzt eine Style-Sache, ob das Neuroflash ist oder Conversion Maker ist, das ist egal. Sind beide deutsche Software und beide können auch alles andere auch. Jetzt kommen wir zu diesem Thema SEO-Optimierung. Also das, was ich jetzt sage, ist für alle Textgeneratoren wichtig. SEO-Optimierung ist nicht, dass du denkst, ich benutze jetzt die SEO-Optimierung von diesen KI-Textern, egal welches, und meine Seite wird ranken. Das Ganze abhaken. Der Grund an der Geschichte ist, die größte KI auf dieser ganzen Welt ist Google. Und wenn du keine SEO-Kenntnisse hast, wirst du es niemals schaffen, oft SEO-technisch ja, Erfolg zu haben. Also du musst definitiv, ja, ich meine, du solltest nicht Senior sein, aber Junior-SEO-Kenntnisse mitbringen, um mit diesem SEO-Optimierungstool auch was viele andere KI-Generatoren mit sich bringen, auch arbeiten zu können. Und vergiss das also, wenn ihr denkt, hier steht SEO-Optimierung und ich mache das und dann werde ich auf Platz 1. Nein, das funktioniert nicht. Das gleiche gilt auch für die anderen Sachen wie, ja, bei Neuroflash haben wir jetzt gerade gesehen, beim Pricing, die haben da irgendwie Bildgeneratoren und Amplash dabei und auch ein bisschen SEO dabei. Hier, ich mache das nochmal hier drauf, also diese drei Sachen. Ah, das ist so eine Sache. Also mit den Images wirst du nicht Erfolg haben. Also das sagt auch der Jonathan selber, ist auch Beta-Version und da musst du wirklich gucken, dass du eigene Fotos oder Bilder benutzt auf deinem Blog oder Artikel. Das gilt auch für die anderen natürlich. So, und jetzt waren wir bei Conversion Maker. Also aus Baden-Württemberg kommen die Jungs. Das Video ist mit unten drin. Jetzt wird es spannend, wenn wir auf die Ausländischen gehen. Und ich fange auch direkt mit Jasper an und sage dann jetzt mal, ja, Jasper. Ihr habt bestimmt auch Werbung von Jasper irgendwo gesehen und gehabt und getan. Und die haben ja richtig Marketing gemacht. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, Jasper ist was für mich, ich würde dir empfehlen, lieber deutsche Software zu kaufen als Jasper. Das heißt nicht, dass Jaspers Produkt unbedingt schlecht ist. Ja, das ist nicht das, der Fall. Was bei Jasper zu beachten ist, der generiert englische Texte und übersetzt das auf Deutsch. Das ist so eine Sache. Also Jasper ist aktuell einer der besten KI-Textgeneratoren oder Tools. KI-Bildgeneratoren hat er auch noch drinne und beste Copywriting-Software auf dem Markt, das es gibt. Also weltweit jetzt, ne? Jasper ist auf
mehr als 50 Textfähigkeiten spezialisiert, also Produkt und Mail und was weiß ich, oder Blogpostgliederung oder Intros und was weiß ich. Außerdem kann er auch die YouTube-Videobeschreibung sehr gut machen. Die KI von Jasper produziert 99 Originalinhalte. Das bedeutet auch für Neuroflash und auch für Conversion Maker. Also kommen wir zu der wichtigsten Sache, was es gibt. Sind meine Texte überhaupt copyright-fähig? So, ja, die Inhalte sind copyright-fähig und du brauchst da keine Angst zu haben. Und bei anderen Tools wie Phrase, die ich jetzt gleich auch erklären werde, da gibt es auch sogar wie nennt man das? Ja, Copyright-Inhaltstest oder Inhaltsbenachrichtigung, wenn du dieselben Sätze oder dieselben Zeichen benutzt hast. So, das ist genau das gleiche wie also bei dem Bilderkennung. Jasper finde ich von der Benutzerfreundlichkeit sehr schwierig. Abgesehen davon, dass das ganze Dashboard auf Englisch ist. Also wenn du wenig Englisch kannst, solltest du die Finger von Jasper lassen. Weil es ist eh ein kompliziertes System und dann kommt noch die englische Sprache noch dazu. Da ist nicht meine Empfehlung. Aber wenn du wirklich Englisch sprechen kannst, dann solltest du auch Jasper hier verwenden. Mehr zu Jasper könnt ihr dann auf der Webseite finden. Und mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Was ich mit Jasper gemacht habe, waren zwei, drei Artikel, die ich benutzt habe. Und die sind auch sehr gut geworden. Und die sind auch bei Google auch ja, auf Platz 1 gewesen. Im Allgemeinen war es das schon mit Jasper. Ihr müsst es beachten. Ja, Nachteile von Jasper, genau. Das könnten wir nochmal, darum könnten wir nochmal sprechen. Etwas teuer, aber dafür die Ergebnisse sind ja, wertvoller, sage ich jetzt mal. Das Schreiben von Langformartikeln, also lange Artikeln, erfordert anfangs eine gewisse Lernzeit. Ja? Wenn du ein langes Blogartikel oder Post machen willst, dann brauchst du wirklich Erfahrung. Und bei den Langformartikeln wiederholen sich auch diese Sätze oder diese, der Inhalt wiederholt sich. Nicht die Sätze, sondern der Inhalt wiederholt sich sehr öfter. Nur 10% von Webinhalten wurde mit GPT, so ein Wort, GPT-3-Modul für Maschinenlernen trainiert. Also heißt das, was ist GPT-3 für euch? Nun, fast alle, also 99,9%, benutzen eine Software namens GPT-3. Und das bedeutet, was GPT-3 gelernt hat, können wir auch in diesen Tools anwenden. Also denkt nicht, dass Jasper, Neuroflash und wie die alle heißen, alle verschiedene Software haben. Nein, die benutzen alle die gleiche Software. Aber das Backend dafür, also bei Jasper oder bei Neuroflash oder bei Conversion Maker, ist natürlich auch anders gestaltet. Deswegen bekommt man bei jedem Plattform auch andere Texte. Und auch die Inhalte sind dann auch natürlich dementsprechend auch Copyright geschützt. Also findest du nicht im Internet. So, Faktencheck oder wenn du ein Lektorat schreiben willst oder mit menschlicher Input,
Die Genauigkeit und die Richtigkeit der Texte ist nicht gewährleistet bei Jasper. Das gilt aber auch für die anderen. Also so bestimmte, wie nennen wir das, Nischen können die Textgeneratoren nicht machen. Da musst du ja nochmal wegen Zahlen oder Ergebnissen nochmal recherchieren. Das war Jasper mit dem Pricing. Da kommen wir nochmal rein. Wo ist denn Pricing hier bei Jasper? So, gucken wir uns die Pricing mal an. Und dann werden wir auch fündig. So, wir haben hier ein Skala und damit könnt ihr die Wörter, die ihr hier machen wollt, auch noch generieren. So, und dann könnt ihr auch hier ein Demo für 1 € benutzen oder was auch immer war das. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, hier nicht. Bei Phrase war das. Und hier könnt ihr noch 7 Tage oder 5 Tage frei nochmal schnuppern. Ne? Das ist auch sehr wichtig. Und das war eben Jasper. Unser nächster Kandidat ist Phrase. Also, wenn ich jetzt Phrase und Jasper vergleichen würde, ich würde euch Phrase empfehlen. Der Grund ist deswegen. Phrase hat ein SEO-Tool von Frog integriert und generiert deutsche Texte, also nicht übersetzte Texte, wie wir es gerade gehört haben bei Phrase, sondern deutsche Texte, wie bei Neuroflash und bei Conversion AI. Und das ist der Unterschied. Also das bedeutet, du könntest auch bayerisch schreiben oder kölsch schreiben. Ja? Das ist jetzt nicht sehr wichtig, aber ihr wisst, wie die deutsche Sprache strukturiert ist und wie schwer die eigentlich ist für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ne? Und genauso ist es auch schwer für die KI oder für den Textgenerator. Ja, und hier sehen wir auch im Backend, wie das so alles funktioniert. Ne? Ihr könnt das auch hier ein bisschen testen. Also so sieht das auch im Echten aus, wenn ihr reinkommen würdet, ne, ob das jetzt ein AI-Writer ist oder Outline ist. Und Nachteil ist wie immer, dass Jasper und Phrase eben alles auf Englisch hat. Aber der Vorteil bei Phrase ist, dass es weniger kompliziert ist, also benutzerfreundlicher ist als bei Jasper. So. Und dabei hat er natürlich die Möglichkeit, bei Frog, dem ganz berühmten SEO-Tool, eben auch an die Daten ranzukommen. Und das findet ihr bei SEO. Und das ist dann hier auf dem Tab SEO, Longform und QA, also Fragen und Antworten, Marketing und Rewriter ist auch noch drin. Und Shorten, Kürzen. Also wenn ich das hier kürzen will. Geht auf die Webseite und testet das bisschen aus. Ansonsten Fall habt ihr die Möglichkeit bei Phrase hier auf Pricing reinzugehen. Und beim Pricing seht ihr gerade Solo 14 € im Monat. Sehr, sehr günstig, was ich euch auch empfehlen kann. Und das wird auch ausreichen. 4 Artikel im Monat und bis zu 20.000 Wörter monatlich für 14,99 ein sehr gutes Angebot. Falls ihr dann SEO haben möchtet, dazu kostet das 35 € im Monat. Jetzt kommt aber ganz was Wichtiges. Diese Preise, die ich euch nenne, könntet in der nächsten Zeit nämlich runterputzen, weil wir haben Black Friday. Und ihr kennt Black Friday oder Black Saturday oder Schwarzer Sonntag oder was auch immer, wie die alle heißen. So. Und da kommen jetzt im November, im November kommen die Preise nochmal runter. Also, wenn ihr euch auf eine Sache interessiert habt, könnte es sein, dass ihr dann auch mit diesen Preisen eben ein Angebot bekommt. Also guckt ab und zu mal auf die Pricing, was die Herrschaften hier alles gemacht haben. Das ist ein Insider-Tipp von mir
Und dieser Insider-Tipp ist wertvoll, weil das wird definitiv kommen. Also folgt Black Friday. So, Vorteile und Nachteile von Phrase. Wie könnten wir da weitermachen? Mal gucken, ja, ob ich Notizen genommen habe für Phrase. Ah, das ist so eine Sache eben mit den Notizen. Wenn du die suchst, dann findest du die. Also, einfach zu bedienen, reichhaltige SEO-Funktionen und ja, bietet hervorragende Einblicke in das, was du tun musst, um deine Inhalte zu ranken. Das ist das eigentlich, was ihr wollt. Und da gebe ich auch Phrase einen Pluspunkt. Google Search Console Account kannst du komplett einbinden und NLG, also Natural Language Generation, hat das KI auch noch unterstützt. Die deutsche Sprache hat mir schon gesagt und die Ergebnisse sind qualitativ bis super gut. So. Nachteile: teuer für die Basic- und Team-Version, ja, aber nicht für die Solo-Version. So wie Lektorat schreiben oder Masterarbeiten schreiben, ist es nicht geeignet. Faktenüberprüfung ist immer noch notwendig. Also bei jedem KI-Textgenerator sollte ein Mensch nochmal hinschauen. Wenn es einen Titelgenerator gäbe, wäre das fantastisch, würde ich sagen, weil die Titelgeneratoren haben bei Phrase mit dem SEO-Tool zu tun. Und das ist, glaube ich, auch, deswegen haben die das auch dann weggenommen. Ne? Also du hast eine Idee und dann schreibt ihr auch den Titel dann direkt, aber bringt dir keine Beispiele. Du kannst dann durch das SEO-Tool eins nehmen und das umschreiben lassen. Das war Phrase. Jetzt kommen wir zu diesem schnelleren Vorgang. Jetzt sind wir bei Closer Copy. Und Closer Copy ist, ja, wie soll ich sagen? Auch gut, aber nicht so gut wie die anderen beiden. Also wie weltweit jetzt von dem, wie wir gesprochen haben. Ne? So. Closer Copy ist eine funktionsreiche KI-Assistent für das Schreiben von Inhalten, der mit aktuellen Lifetime-Deal sehr preiswert ist. Also du hast einen Lifetime-Deal, das bedeutet nicht, dass du einmal monatlich was bezahlst und dann hast du lebenslang einen Preis, sondern dein Preis ist dann festgesetzt. Und hier kommt nochmal dieses Pricing für Black Friday ins Spiel. Also folgt auch Closer Copy nochmal, dass ihr nochmal die Preise macht. Also die Frameworks und die Workflows helfen dir ungemein bei der Erstellung von Texten, die deinen Bedürfnissen entsprechen. Das Beste ist, dass du sogar deinen eigenen Workflow erstellst und die KI lernt oder trainiert sich selber und erzeugt dann die Ergebnisse, was du haben möchtest. Also so, umso mehr du mit dem arbeitest, umso mehr lernt das KI oder die KI von deinem Briefing-Döner. Ne? Okay. Das haben wir auch noch erledigt. Dann gucken wir uns die Pricings mal an, was die Pricings angeht. Und ja, du siehst ja im Moment monatlich 50 Euro. Und ihr müsst ja mal gucken, was ihr genau hier braucht, weil nicht alles passt immer für jede Person. Meine Empfehlung ist hier die erste für 50 Euro, das ist wirklich ausreichend für kleinere Unternehmen, die ein bisschen was auf Social Media machen und ein bisschen Blogartikel schreiben. Für Agenturen würde ich immer das Größere empfehlen.
Das in der Mitte ist so eine Sache zwischen, ja, ich weiß nicht, warum soll ich oder soll ich nicht. Und da kann man das auch machen. Also mit dem SEO-Planer und so, das ist eigentlich bei uns auch sehr negativ aufgefallen. Nur zur Info. Und apropos wenig aufgefallen, also Nachteile. Es gibt eine Lernkurve, ne? Also stärkere Lernkurve von Nöten. Die KI hat noch Luft nach oben, fanden wir. Die Textausgabe ist im Vergleich zu Jasper etwas langsamer als sonst. Und keine eingebauten, keine, wie nennt man das? Ich habe das, also diese Copyright-Geschichte, Plagiatprüfung, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also, ne, also keine Prüfung über Copyright. Das wäre natürlich sehr hilfreich, wenn du was geschrieben hast und dann nochmal eine Plagiatprüfung hättest, wie bei Phrase auch. Ne? Ja, das war Closer Copy. Unser nächster Kandidat ist hier Mindsphere. Und über Mindsphere könnten wir auch noch was sagen. Da muss ich noch mal meine Notiz haben, weil ich mir nur die deutsche Software mir gemerkt habe und mit denen eigentlich so geschrieben habe. Und hat mich dann natürlich auch überrascht, dass Mindsphere auch ein guter deutscher KI-Texter ist. Mindsphere ist ein ja, KI-Textgenerator und KI-Bildgenerator, aber das ist wirklich nicht zu empfehlen. In allen Fällen Bildgeneratoren Finger weg. Also wenn ihr Bildgeneratoren bezahlen wollt, dann habt ihr Geld zu viel. Mindsphere ist zudem ein echtes deutschsprachiges Tool, also nicht wie die anderen, die ich ernannt habe, von Englischen auf Deutschen zu übersetzen. Es wird also nicht einfach übersetzt, sondern das Tool macht Textqualität mit besseren Ausgaben. Auf die Alleinstellungsmerkmale sind wir gekommen, dass eine Extension von Chrome Extension gibt für Google Chrome Extension gibt und eine Gmail-Integration gibt. Und eine SEO-Recherche hat das auch, aber da haben wir wieder das Wort, ohne SEO-Kenntnisse kein SEO. Was hat das noch gehabt? Achso, so ein Brainstorming-Tool hat das auch noch, damit du ja dein Briefing, dein Döner etwas besser gestalten kannst. Das dazu. Natürlich hat das auch Nachteile gehabt und auch nicht zu kurz. So ein SEO-Audio-Funktion fehlt und die Benutzeroberfläche wirkt noch nicht so designtechnisch durchgedacht, finde ich. Also der Mensch ist da total überfordert im Gegensatz zu anderen KI-Generatoren. Der Texteditor, ach so, Texteditor, da muss ich noch bei Neuroflash wieder zurückkommen. Die haben keinen Texteditor. Achtung, Neuroflash hat keinen Texteditor oder noch nicht, hatte noch keins. Es wurde mir noch gesagt, dass da was kommt. Ich hoffe, dass das angekommen ist oder nächstes Jahr noch kommt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also ein Texteditor könnte bei Mindsphere auch Wunder erwirken, aber das muss man gucken, ob das auch bei denen auch kommt. Beim Thema Benutzerfreundlichkeit hat Mindsverse noch Aufholbedarf, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Also Benutzerfreundlichkeit hat richtig verkackt bei uns.
Egal, das zu meinem Kommentar wieder, ne? Und die Preise, ja, wo haben wir die Preise? Können wir gar nicht sehen, oder? Oder? Login. Warte mal, ich bin hier viel falsch. Auch nicht. Oder? Ich weiß nicht. Also hier stimmt irgendwas nicht. Der schaltet irgendwie von der Hauptpage zu diesem komischen Dings hier auf dem Logging. Ihr habt das vielleicht gesehen. Und das ist auch unser Problem gewesen. Auch im Backend macht er das, was er machen will. Also man fängt hier so an und dann bam. Keine Ahnung. Also pricing-technisch liegt das so, was ich im Kopf habe, in der Basic-Version 39 Dollar, Premium 99 und Agenturtechnik bei 200 Dollar. Ne? Es gibt noch die Extension-Version oder Enterprise-Version und da muss man einfach mal anfragen. Im Moment komme ich hier nicht rein, ihr seht das auch selber. Also das war, wie gesagt, meins worse. Jetzt haben wir Write in der Kiste und bei, ja, was uns bei Write eigentlich interessiert hat, war das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, also das war der Hammer, da will ich auch direkt mal anfangen. So, und da haben wir 10K Charakter, es ist alles ein bisschen klein gehalten, ne, und das ist free sogar. Und dann hast du 9 Euro pro Monat und 29 Euro Unlimited Plan. Ne, das kann niemand schlagen. Also. Und das ist eigentlich sehr günstiger, aber dennoch sehr guter KI-Text-Text-Tool für uns. Die Qualität der erzeugten Texte ist gut, bis sehr gut sogar für den Preis. Der Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auf jeden Fall. Gerade für denjenigen, der noch nicht viel Geld ausgeben will, aber ein KI-Text benutzen will, ist das ein Wunder-Tool, finde ich. Also das ist der Hammer. Bis auf diese ganzen AI-Generatoren mit den Bildern könnt ihr gerne alles hier von Write benutzen. Ne, und was uns noch eingefallen ist, auch der Text-Editor, der ist so wunderbar, da kannst du alle wirklich sehr gute Texte mit Bold, mit H1, H2, H3 machen und farblich anmachen, alles schön kopieren und dann auf Joomla oder beziehungsweise auf WordPress dann umsetzen. Auch die anderen HTML-Editoren funktionieren einwandfrei bei Write. Also da muss ich Respekt sagen, da haben die Leute richtig gute Arbeit gemacht und Preis-Leistungs-Verhältnis, also Hammer. Da kann man nichts sagen. Ne? Geht auf die Write-Seite. Ich glaube, mit Black Friday und so wird nichts, weil was willst du mit 9 Euro, also 9 Dollar noch machen, also und der spuckt dir alles locker weg. Nachteile. Ja, die Vorteile sind überall das gleiche eigentlich. Ne? Auch wenn du das bezahlt hast, kannst du auch deine Geld-Zurück-Garantie hast auch noch. Und redaktionellen Plan macht der und Befehlstools hat er drinne. Unterstützt auch 30 Sprachen, auch unter anderem Deutsch, also reines Deutsch. Und Nachteile: Der Kostenplan verwendet ein Guthabensystem, das einige Nutzer als störend empfinden könnten. Also du musst erstmal Guthaben haben und dann kannst du loslegen. Die kostenlose Version der Software produziert bis zu 700 bis 1000 Wörter pro Monat. Das reicht eigentlich für so ein kleines Unternehmen vollkommen aus. Bezieht sich bei Bearbeiten nur auf markierte Texte. Das kann zu zufälligen Ergebnissen führen.
Also Briefing sehr gut machen. Benutzeroberfläche unterstützt lange Inhalte nicht so gut wie die der Konkurrenz. Das bedeutet, also die Oberfläche hat mit langen Inhalten zu tun. Wenn du einen langen Blogartikel schreiben willst, dann zerquetscht das alles und du musst dann hoch und runter scrollen und das ist nervig. Aber wenn du unter 1000 Wörter bleibst, also, dann ist alles gut. Begrenzte Auswahl der Tonqualität. Also die Tonqualität hat auch hier Neuroflash und auch Conversion Maker, wo du dann die Tonqualität mit sie und er, mit sie und du oder höflich oder aufgeregt angeben kannst. SEO-Funktionalität ist vorhanden, aber begrenzt. Das ist auch gut so, finde ich oder finden wir, weil du brauchst definitiv SEO-Experience, um überhaupt SEO zu machen. Und wenn du SEO gelernt hast oder teilweise SEO gelernt hast, kommst du auch mit dieser Funktionalität bei Write ganz gut klar. So, haben wir noch eins? Ah, wir haben noch einen anderen Herrschaften hier, der nennt sich Article Frog. Der hat bei uns negativ abgeschlossen, nicht zu empfehlen und überhaupt und ganz und gar nicht und nein, also wenn ihr Article Frog holen wollt, dann spart euch das Geld. So, meine Damen und Herren, es hat ein bisschen länger gedauert, wie gesagt, aber fast eine Stunde oder dreiviertel Stunde sogar. Und ich muss sagen, das waren unsere Textgeneratoren 2022 für die deutsche Sprache. Ich hoffe, ihr habt das so mitbekommen, was ich da gesagt habe. Und bei mir zum Fazit, ich empfehle euch Neuroflash oder wie gesagt im Conversion Maker AI als deutsche Software. Weil wenn wir die deutsche Software nicht unterstützen, wird das nichts mit der Digitalisierung. Also kauft bitte deutsche Software. Das dazu. Und wenn ihr trotzdem sagt, ich will das gar nicht und möchte auch ausländische kaufen, dann seid ihr frei und da empfehle ich euch natürlich unseren Phrase und nicht den Jasper. Die Gründe habt ihr auch erfahren in dem Video und guckt euch bitte auch die anderen beiden Videos von den Gründern an. Vielleicht pitchen die auch gut und ich wäre glücklich, wenn ihr eins von diesen beiden deutschen Softwares kaufen würdet. In dem Sinne, macht das einfach und mit einfach mal machen verabschiede ich mich hier bei unserem Newsletter, weil ich 8 Monate eben offline war. Letzten Monat gab es nicht und unser nächster KI-Thema wird dann Videos sein, meine Damen und Herren. Und da gehen wir ganz tief bei Google rein und bei YouTube rein. Und dann werden wir ein bisschen über KI und Videos was erfahren. Also nicht das, was wir vorher gemacht haben, Text to Video. Du schreibst einen Text und dann entsteht ein Video. Nein, wir gehen davon, wie wir lernen, wie Videos mit der KI morgen oder schon heute funktionieren. Und zwar bei Google. Gehabt euch. Ich sag euch, schönes Wochenende und einfach mal machen. Thank you.
Let's go.